Die Sonne ist vor ungefähr, ich glaube, 20 Minuten untergegangen. Ich stehe jetzt gerade hier am wunderschönen Sprenzelfels, komplett alleine. Gerade eben waren noch zwei, drei andere Fotografen da, mit denen habe ich mich noch ein bisschen schön unterhalten, den wunderschönen Sonntaggang genossen. Und jetzt heißt es erstmal warten, bis es dunkel wird. Aber mein Plan ist für diese Nacht auf jeden Fall den Sprenzelfels mit Mondlicht und Sternhimmel zu fotografieren. Habe ich schon seit zwei, drei Jahren geplant, dieses Foto. Aber aufgrund des Wetters oder der Mondphase hat es bisher nicht funktioniert. Und heute sieht es sehr gut aus. Wir haben Halbmond, wir haben einen klaren Himmel bisher. Bin zuversichtlich, dass es heute was wird. Vom Wetter her ist es gerade echt angenehm. Wir haben 5, 6 Grad und es wird auch heute Nacht. Also ich bin bis 20 Uhr, 21 Uhr bin ich hier. Kälter als, ich glaube, 2 Grad oder 3 Grad wird es definitiv nicht. Und in den nächsten Minuten werde ich dann auch mein Stativ hier aufbauen, meine Bildkomposition einrichten. Da muss ich noch das Objektiv wechseln, weil ich filme hier gerade mit dem 20mm 1.8 von Nikon. Das brauche ich zum Fotografieren. Dann werde ich meine Komposition in Ruhe einrichten, noch was essen, was trinken, mich auf den Felsen setzen, den Abend genießen. Und das ist halt so das Schönste, wenn man alleine an einem Felsen ist, einfach diese Ruhe genießen kann. Das ist der Grund, warum ich die Landschaften fotografiere, dass ich einfach hier draußen bin und ich habe meine Ruhe, ich kann entspannen, ich kann meine Gedanken schweifen lassen, ich kann diese einzigartigen Momente festhalten. Und das ist der Grund, warum ich überhaupt diese ganzen Landschaften fotografiere und warum die Landschaftsfotografie auch meine Leidenschaft ist. Es ist einfach wunderschön hier. Ich werde jetzt, wie gesagt, mein Stativ aufbauen. Da werden wir was essen, was trinken und dann, lange Rede, kurzer Sinn, wird fotografiert. Aber jetzt erstmal Stativ aufbauen und Komposition einrichten.